Susan, das macht mich aber schon ganz nervös. Mal, das geht schon, René. Komm, das kannst du. Grüezi miteinander. Hallo miteinander. Susan meint eben, wir sollten Ihnen mal zeigen, wie einfach es ist, die Rezepte nachzukochen. Und ich könnte mir das am besten zeigen, indem ich es nachkoche. Es gibt Kaffeegranite mit Karamellnüsse. Und das sind unsere Zutaten. Natürlich mit einem feinen Lussardi-Kaffee. Da kommt gerade der Kaffee. Oh, danke vielmals, das ist gerade super. Den brauchen wir jetzt. Wir hier zulernen, etwa 2 Kaffee sind drin. Du kannst ein bisschen Zucker rein tun und Irish Coffee. Wie viel Zucker? Also Baileys, ganz genau. 2-3 Esslöffel. Ja, 2 oder 3? 3. Okay. Also der Baileys, der irische Likör, gibt natürlich ein ganz gutes Aroma. Nachher lassen wir dann das Ganze abkühlen, tun sie in die Form rein und in die Tiefkühlerin. Das haben wir schon vorbereitet, das hole ich jetzt gerade. Das ist wirklich sehr, sehr fein. Das könnte man eigentlich fast so schon trinken, aber das darf ich jetzt nicht. Ja. So sieht das aus. Das kann man jetzt schön mit der Gabel aufrühren. Und dann ist es eigentlich der Weg, um nachher wieder hinterher zu tun, in die Tiefkühler. Etwa so 4-mal macht man das nach einer halben Stunde. Wie viel? Gerne, ja. Und da geht es weiter mit den Karamellnüssen. Hier habe ich nämlich bereits die Nüsse grob gehackt. Und jetzt werden sie karamellisiert. Man sieht auch schon, weil wir sie geröstet haben, ist natürlich ein feineres Aroma. Nehmen wir auch Zucker rein? Zucker rein, ja, etwa so 4-5 Esslöffel. 4 oder 5? 5, bitte schön. Du nimmst es aber keinem genau. Hey, der Profi ist ein Profi. Ja, total. Da habe ich so eine Nusskernmischung genommen mit verschiedensten Nüssen, die natürlich riesig gut ist. Und wie geht es nachher weiter? Sobald es fertig ist, karamellisiert, genau, dann geht es da auf das Backpapier. Super. Und bei Gob ist ja noch gerade die italienische Woche. Und wenn ich Italien höre, denke ich an einen Espresso mit einem wunderbaren, schönen Schäumchen oben drauf. Kaffee wird rund um die Welt angebaut und kommt hauptsächlich aus Mittel- und Südamerika, aus Afrika und dem fernen Osten per Schiff zu uns. Das Mischen der Kaffeesorten aus den verschiedenen Provenienzen braucht viel Fachkenntnis, Erfahrung und eine gute Nase. Die besondere Mischung und das exakte Rösten entscheiden, wie der Kaffee später schmeckt. Coop offeriert Ihnen verschiedene Espresso-Mischungen. Zum Beispiel der Coop Espresso mit dem temperamentvollen italienischen Aroma. Caffè Lussardi, die exklusive italienische Mischung speziell für Espresso-Maschinen. Oder der rassige Espresso Marimba, der Kaffee aus fairem Handel und kontrolliertem biologischem Anbau. So, und wir kochen weiter. Die karamellisierten Nüsse sind abgehalten, liegen wunderbar da. Und jetzt tun wir es. Die werden verhackt. Genau. Aber, sorry noch schnell. Hey. Das muss sein. Wenn wir kochen, muss man probieren. Mit dem, gell? Der Röni hat hier vorher noch den Rahmen reingegeben, die Pfanne, wo die Nüsse drin karamellisiert sind. Und hat jetzt einen schönen Karamellrahmen gegeben. Und jetzt können wir die Nüsse rein. Aber ich glaube, er hat noch etwas zu tun. Ja. Jetzt kommt das hier rein. Ja, genau. Jetzt sind wir die gerade hier. Die wieder. Und jetzt gehen wir das anrichten. Ja, genau. Jetzt gehen wir es anrichten. Aber dann brauchen wir Granit aus dem Tiefkühler. Aha, das heisst, die vorher geholt. Okay. Und ich tue hier bereits ein bisschen anrichten. Ich habe ein bisschen Stress. Schön angetaute Vanilleglasse habe ich hier drin. Und jetzt kann ich die formen besser. Darum lohnt sich, die vorher ein bisschen rauszunehmen. Geht's, René? Das geht hervorragend. Schön, da rein. Wie viel? Ja, du machst es gut. Das ist super so. Tipptopp. Und jetzt noch oben drauf die Vanilleglasse-Kugeln. So, und jetzt noch die Nüsse. Jetzt noch. Geht's dir? Es geht aber sensationell. Tipptopp. Dann tue ich dir doch nur noch den Teller hin. Genau. So. Ist gut so. Super. Fein. Und das Rezept könnt ihr wie immer in unserer Coop-Zeitung nachlesen. Oder im Internet. Bing. Unsere Granite ist jetzt angerichtet. Psst. Und wir sehen noch mehr Gelati in der Gelateria. Die kreativen Glacé-Künstler in diesem Lokal wissen, wie man aus Glacé, Früchten, Nüsse und anderen feinen Zutaten kühle Träume und wahre Kunstwerke anzaubert. Angelehnt an diese Tradition gibt es bei Coop Antica Gelateria del Corso Glacé nach original italienischer Rezeptur mit viel Soße, Früchten, Kaffeebohnen oder Schokostückchen. Antica Gelateria del Corso ist cremiges Rahmglacé in 4 typisch italienischen Variationen. Nächste Woche geht es unter anderem um Pro Specie Rara. Das ist eine Stiftung, die sich um die Erhaltung von seltenen Kulturpflanzen und Nutztierrassen kümmert.
Dieses Essen, das ist genial. Das weiss ich, Susanne. Schönen Abend miteinander.